Herzlich willkommen in diesem 9. von 12 Videos zu Shotcut. In dem geht es jetzt hier darum, die Deckkraft von einzelnen Videoclips zu verändern. Sprich, dass der darunter befindliche Videoclip, wenn oben einer in der oberen Videospur liegt, dass der untere dann sichtbar wird. Und gleich einmal vorweg, wenn du grundlegende Einstieg hier möchtest, dann schau dir bitte zuerst in meiner Playlist das erste Video an, wo du wirklich die absoluten Basics vermittelt bekommst. Aber ich starte jetzt hier gleich. Nehme als Projektname 09, ich habe die 9. Datei, klicke auf Los und hole mir wieder die Dateien, die du ja wieder weißt, im Kommentarbereich dir dann dieses Videos dann anschauen kannst. Also hast du den Link und kannst diese selber runterladen und mit denselben Dateien hier arbeiten. Wie immer fängt dann diese Musik zum Spielen an, die ich ja importiert habe. Ich füge jetzt wiederum eine Audiospur ein. Ich füge eine Videospur ein und ich füge noch einmal eine Videospur ein. Und da füge ich jetzt einmal ganz unten die Audiospur ein, also diese MP3-Datei, die ich hier habe. Dann hole ich mir in die obere Videospur herein die beiden JPEG-Dateien, versetze sie etwas ein bisschen, nehme mir jetzt hier diese MP4-Datei, setze ich jetzt einmal so schräg da herein und ja, und beginne mal. Am Anfang der Videos deaktiviere ich einmal immer die Audiospur, damit es da keine störenden Geräusche gibt. Mache wieder bei diesem ersten Video hier dementsprechend einmal einen Schnitt. Und du weißt schon, was kommt. Ich füge jetzt hier den Titel ein, gehe zum Filter, wähle mir hier Video aus, Text einfach. Ich scrolle einfach weiter runter, setze das hier dann. Füge das hier ein und habe dann hier auf der rechten Seite dementsprechend diesen Eintrag. Ich verändere das von der Größe, bringe es mir an die richtige Stelle und ich habe schon hier den Titel. So einfach geht das in Shotcut. Dann schiebe ich jetzt hier diese Videodatei darunter und wenn ich jetzt hierher gehe, siehst du, sehe ich an und für sich jetzt hier nur dieses eine Bild. Ja, da habe ich dann diesen Videoteil dann und ich möchte jetzt hier die Deckkraft verändern. Ich wähle hier diese eine Datei aus, wähle mir wieder Filter und gehe jetzt hier zum Videofilter und nehme hier einfach Deckkraft. Und kann dann hier in der Einstellung dann bestimmen, wie stark der obere Teil praktisch sichtbar ist. Wenn ich das jetzt hier so mache, dann erscheint ganz leicht, hier ein bisschen noch schwächer, hier ist leichter, die Kirche. Wenn ich jetzt hierher gehe, dieselbe Deckkraft. Und ich könnte jetzt hierher gehen und sehe dann wieder darunter das Feuerwerk. Ich kann das aber auch ganz gezielt machen. Ich wähle hier dann die entsprechenden Schlüsselbilder aus, komme wieder in die Schlüsselbilderansicht, das hast du in den vorgehenden Videos schon gesehen, vielleicht nicht so extrem, und kann dann für die einzelnen Stellen und die Deckkraft dann unterschiedlich gestalten. Ich könnte jetzt hierher gehen und die Deckkraft ganz schwach gestalten, man sieht ja die Auswirkung. Geht es hierher, gestalte sie wieder stärker, dann wird die Kirche stärker sichtbar. Gehe wieder hierher, schwäche sie wieder ab. Und genau so in diesem Umfang wird dann diese Deckkraft dann dementsprechend dann verändert. Ich gehe jetzt hier hin und mache dann die Deckkraft wieder stärker Richtung 100% gehend. Dann möchte ich mir das natürlich im Zusammenhang im gesamten Video anschauen, gehe auf die Zeitachse. Wenn ich das jetzt hier abspiele, ich gehe hier auf Play, da habe ich die Überschrift, dann einmal stärker und einmal schwächer, wirklich als Animation kommt dann diese Geschichte. Hier ist dieses Video, da mache ich jetzt hier mal einen Cut herein, mache dann hier noch einmal einen Cut, schneide diesen Bereich da herinnen heraus, drücke auf Entfernen und kann dann dementsprechend hier dieses Bild hier einfügen. Und du hast das Wesentliche auch noch für sich ja schon gesehen. Ich könnte jetzt das hier auch entfernen und könnte hier jetzt einfach zum Schluss noch dann einfügen, mache wieder einen Cut, damit das Video diesmal ganz kurz und erstmal auswählen natürlich, damit das ganz kurz und prägnant wird. Und da unten wähle ich mir die MP3-Spur aus, klicke ich das auch weg und schreibe hier natürlich dann als Stammseher, wirst du schon wissen, was jetzt kommt. Nehme ich mir den Filter Text einfach und schreibe hinein: Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, du hast es gesehen, wie man die Deckkraft verändern kann.
wie man das zusammen mit Schlüsselbildern gut gestalten kann. Und du kannst ganz gezielt manche Dinge einblenden, animiert einblenden und so weiter. Wenn ich das daher draufklicke, dann habe ich das komplette Video. Ich kann das hier abspielen. Und das war ein Video, das ich hier exportieren könnte. Mit Exportieren über Standard YouTube. Du weißt das ja, Datei exportieren. Und schon habe ich dir gezeigt, wie man die Deckkraft von Clips verändern kann. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Im 10. Video wird es dann darum gehen, einzelne Videoclips zu spiegeln oder sogar wellenförmig zu verzerren. Bis zum nächsten Mal.